Ansonsten, so von der Taktik her, war das eigentlich relativ straightforward. Ich weiß nicht, ob man da jetzt groß was anders machen könnte. Was man anders machen könnte, ist, wir könnten die F-16 hier programmieren. Theoretisch, geht das überhaupt? Weiß ich nicht. Visit kann ich machen. Way-Info geht aber nicht, ja. Ah, New Waypoints. Da, New Waypoints können wir nämlich machen. Und da würde ich einfach mal versuchen, könntest ja einfach mal ausprobieren, ob das klappt. Moment. Das hier so ein bisschen kleiner machen. Ja, mit der kleinen Auflösung hier auf dem alten Mac, da ist natürlich Katastrophe, ne? Muss man sich halt irgendwie mit zurechtfinden. So, und jetzt können wir genau, jetzt können wir hier neue Waypoints angeben. Theoretisch kann man hier noch Höhe und Pipapo einstellen. Aber sehe ich jetzt gerade nicht, dass wir das zwingend machen müssen. Ich mache es einfach mal so irgendwie. Der erste Waypoint sollte wahrscheinlich irgendwie Takeoff sein oder so. Genau. Und naja, dann würde ich einfach mal sagen, wir machen hier mal aktivieren. Targets, Airplane. Das klingt gut. Genau, und die Targets, die bleiben dann auch erhalten hier für die nächsten Waypoints. Das klingt hervorragend. Und wie sieht das aus bei der A10? Take off. Targets ist jetzt hier nichts angegeben. Ich mache mal Airplane draus. Vielleicht hilft's ja. Und auch aktivieren. Gut, hervorragend. Und in den dritten Flieger steigen wir ein. So, und jetzt mit vereinten, mit geballten Kräften versuchen wir das nochmal. Mal schauen, ob das was hilft. Naja, ich bin ja noch skeptisch. Wir könnten unsere Kollegen jetzt theoretisch auch mal vor uns einfach abheben lassen und denen folgen. Wie wäre das? Könnten wir auch mal versuchen. Wird wahrscheinlich ein kleines bisschen Zeit fressen, aber warum nicht? Wo sind die denn? Ah, da, hervorragend. Die tun auf jeden Fall irgendwas. Und was ist mit unserem Anlasser hier? Habe ich den nicht erwischt? Naja, gut. Ach so, Loadout können wir natürlich noch eben mal machen. Wie sieht das eigentlich bei der hier aus? Ja, die ist schon ausgerüstet, alles klar. Und hier können wir es nicht machen. Na gut. Dann machen wir das hier noch bei uns. Plop, plop. Okay drücken ist auch immer eine sehr gute Idee. Und Take Command. Alles klar. Dann folgen wir mal unseren Kollegen. Machen wir es einfach mal ganz nach. Heißt nach den Büchern, oder wie man das sagt. Ne? Einfach nach Protokoll, sozusagen. The right way. Das wird garantiert helfen. Ach so, genau. Und was die anderen Spiele angeht, das ist auch so eine kleine Katastrophe. Mindestens für eines der Spiele werde ich irgendwie, ja, wahrscheinlich ein CD-ROM-Laufwerk benötigen. Und der Mac, wie er hier ist, guckt euch gerne nochmal das einleitende Video an, dann werdet ihr sehen, der hat halt kein CD-ROM-Laufwerk und ich habe ja ansonsten auch keins da. Und leider ist das alles nicht so trivial, ne? Also da ist nichts mit ATA-Anschlüssen, selbstverständlich nichts mit SATA oder USB oder irgendwas. Der hat nur Anschlüsse, dieser Rechner hier, die vollkommen inkompatibel sind mit allem, was ich hier so in der Wohnung habe. Das ist nämlich SCSI. Ne? SCSI-Anschlüsse hat dieser alte Mac für Festplatten und auch einen externen SCSI-Anschluss für eben sowas wie zum Beispiel CD-ROM-Laufwerke. Und da muss ich erstmal gucken, dass ich ein entsprechendes Laufwerk besorge. Es kann gut sein, bin ich mir gar nicht so sicher, aber es könnte sein, dass bei meinen Eltern noch entsprechende Laufwerke rumliegen. Und die müsste ich dann erstmal, oder das Laufwerk müsste ich dann erstmal beschaffen, um so gewisse Spiele spielen zu können. Alternativ, kennt ihr noch ZIP-Disketten? Also diese, ja, auch so vom Formfaktor her so ein bisschen wie Floppy-Disks, aber ein bisschen dicker und auch steifer. Die ZIP-100-Disketten, ja, das war damals auch so kurze Zeit relativ beliebt. Das waren so 100-Megabyte-Disketten. Und auch viel schneller als Floppy-Disks. Und da könnte ich eventuell auch noch ein Laufwerk irgendwo liegen haben. Und ich habe auch auf jeden Fall hier noch ein paar von so ZIP-Disketten liegen. Das würde auch vielleicht ein kleines bisschen was helfen, um so größere Spiele auf diesen Mac überhaupt zu kriegen. Weil ansonsten, ich habe keine Netzwerkkarte für den.
Zumindest nicht, dass ich wüsste. Ich hatte irgendwann mal eine, aber die ist scheinbar irgendwie abhanden gekommen oder so. Ich habe sie bisher nicht gefunden. Und ansonsten habe ich halt auch keine Möglichkeit, da irgendwie größere Files drauf zu schieben. Also wenn das dann irgendwie so ein Spiel ist, das 200 oder 300 Megabyte groß ist, dann wäre ich, ich weiß nicht, 2 Wochen damit beschäftigt, das irgendwie auf 100 Disketten zu packen. Ach, was mehr. Auf 200 Disketten zu packen, um da irgendwie ein Spiel rüber zu kopieren. Das werde ich garantiert nicht machen. Von daher muss ich mir da irgendwas ausdenken, um da die Daten auf diesen Rechner zu kriegen. Mal schauen, mal schauen. Vielleicht, ja, vielleicht wäre es auch keine schlechte Idee. Ich habe ja den Vorteil, dass ich da die große Festplatte wenigstens drin habe, die 2 Gigabyte Platte. Das ist im Vergleich zu den 80 Megabyte oder was da original drin waren, schon eine große Verbesserung. Da könnte ich auch so eine ganze CD einfach mal drauf kopieren und dann könnte man hoffen, dass die Spiele von da aus laufen. Das würde auch einen riesen Performance-Vorteil bringen gegenüber von diesen alten CD-Laufwerken. Die sind nämlich so lahmarschig. Also die Laufwerke, die ich für den Rechner eventuell noch habe, das wären dann so Double-Speed- oder Triple-Speed-Laufwerke, die halt ja letztendlich eine Handvoll 100 Kilobyte pro Sekunde schaffen oder so. Ich weiß gar nicht, wie viel das ist, ehrlich gesagt. Aber sehr, sehr langsam geht das voran mit diesen alten CD-Laufwerken. Naja, von daher, mein Plan wäre eigentlich, die Daten da irgendwie raufzukriegen auf den Rechner. Und dann, ja, dann die Spiele von da aus zu spielen. Mal schauen. So, jetzt konzentrieren wir uns aber ein kleines bisschen wieder. Ich sollte hier mal die Dinger ausrüsten. Warte mal. Und das Piepsen, das kann jetzt sehr gut sein, dass da unser Kollege im Visier ist. Ich mache hier nochmal den Safe-Mode an. Damit wir jetzt zwar nicht schießen können, aber zumindest piepst es dann auch nicht die ganze Zeit so blöd rum. So, und ich hoffe natürlich im Übrigen auch, dass, ja, dass wir dann im Kampfe nicht gleich unseren Kollegen erwischen. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Pass auf, ich mache mal den Safe-Mode aus, aber ich mache nochmal die Missiles, die Raketen unscharf. Ich nehme die Scharfheit weg sozusagen, damit wir zumindest mit dem Maschinengewehr schießen können, weißt du? Und gegebenenfalls können wir da noch die Raketen dazuschalten. So, hat denn eine MiG uns schon entdeckt oder so? Es sieht mir im Moment nicht danach aus. Die Frage ist aber, wo ist sie denn? Ah, guck mal, da oben. Das sind doch garantiert 2 MiGs. Dann waren das nämlich doch 2. Und jetzt wäre die Frage, ob die vielleicht im Visier sind. Ja, das sieht gut aus. Pass auf, wir machen das so. Und gucken wir mal. Oh, da flog eine Rakete in unsere Richtung. Hat die uns erwischt? Ich weiß es nicht. Ich war eben abwesend. Was ist denn da passiert? Ja, ups. Ja, das war ein Raketeneinschlag. Alter, was? Die eine Tragfläche ist auch weg. Alter, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass eine Rakete und so, ich will es ja gar nicht sagen, das Wort mit F, ne? Und das, ja, das, shit, das war's jetzt mit uns. Alter, was? Das ging aber schnell. Ja, Mist. Können wir uns die anderen irgendwie noch angucken? Nee, scheinbar nicht. Hier, die Kamera können wir noch ein bisschen drehen. Ach, blöd. Hier, wir können, warte mal, vielleicht können wir hier mal gucken, was unsere Kollegen so machen. Hier, Visit können wir machen. Oh, der ist am Kämpfen. Alter. Eieieiei. Der greift hier direkt die A1 an, ja? Krass. Boah, was macht die denn da? Können wir, warte mal, können wir auf den Gegner schalten? Ja, können wir. Boah, die ist ja voll am Abschmieren. Die ging eben so steil in die Luft. Ja, das ist ja kein Wunder, dass sie dann nach unten fällt wie ein Stein. Alter. Ja, und das, ne, also das habe ich richtig geliebt an diesem Spiel hier. Der Pilot wollte sich noch retten. Wie ihr vielleicht gehört habt, dieses das war sein Schleudersitz. Und die F-16 ist scheinbar inzwischen Aufwerk. Ja, schade. Aber wegen so Spielereien, ne? Also, hui, das war damals schon ganz großes Kino. Ach, hier ist doch die F-16.
Warum konnte ich denn eben nicht zurückschalten? Keine Ahnung. Oder vielleicht, ich habe die 5 gedrückt. Vielleicht habe ich auch irgendwie auf einen Gegner geschaltet, der irgendwie nicht mehr da war oder so. Das kann auch gut sein. Gucken noch mal ganz kurz, was die hier so macht. Gegen wen kämpft die denn gerade so, hä? Huh? Könnt ihr mir das verraten? Alter, was macht die denn? Uiuiuiui. Oh, ich komme ja überhaupt nicht mehr klar hier. Ah, okay. Ich dachte eben, die wollte den da unten, ja, den da, ne? Seht ihr, wo ich hinzeige. Da rechts unten den angreifen, aber nee. Ah, auf den hat sie es abgesehen. Verstehe. Oh, guck mal, wie schön flüssig das jetzt hier läuft. Hervorragend. Ja, schade. Das hätten wir sein können. Oder sollen wir uns direkt auf die Antonovs stürzen? Aber naja, ihr seht ja, wie schlimm das ist mit den Mix, ne? Da hat man irgendwie schlechte Karten. Wie ist das denn überhaupt? Warum greifen die Mix die denn überhaupt nicht an? Hat die F-16 vielleicht zwei von den Transportern hier, ich weiß nicht, irgendwie, weißt du, wie sagt man, von der Gruppe getrennt oder so? Kann sein. Und schmiert die ab. Oh, da kommt eine MiG. Ja, das ist natürlich schon ein interessanter Kampf, ne? So eine MiG gegen F-16. Da geht's schon ganz gut ab. Ich würde echt so liebend gern einfach mal die Flieger hier steuern können. Aber leider ist das nicht vorgesehen in diesem Spiel. Oha. Das sieht ein bisschen kritisch aus. Was wird das denn? Warum? Warum hat es da Bumm gemacht? Ist unsere A10 vielleicht irgendwo hier? Und ja, also das Flugverhalten von dieser MiG lässt nicht darauf schließen, dass die noch ganz heile ist. Die hat definitiv Probleme. Ja, das war es auch. Krass. Ja, schön. Zumindest noch ein paar interessante Bilder. Wir probieren es noch einmal. Und wenn es dann nicht klappt, dann komm, dann ja, soll es das gewesen sein, weißt du? Einmal probieren wir es noch. Und was hier die anderen Missionen waren, ich weiß es nicht mehr so genau. Ich glaube, das hier war irgendwie gegen eine Horde von Panzern. Tornados, stimmt, Tornados gab es hier auch. Da werden wir nämlich von den Germans irgendwie unterstützt oder sowas. Ja, das ist auch ziemlich cool eigentlich. Dass es dann noch quasi so eine dritte Partei gibt, die uns da unterstützen kann. Ja, sind noch ganz nette Sachen dabei, aber andererseits, ganz ehrlich, ich will mich jetzt auch nicht ewig mit diesem einen Spiel hier aufhalten. Sonst ist der Mac hinterher noch kaputt oder so und dann haben wir nichts mehr davon, weißt du? Ich will da lieber ein bisschen mehr Diversität noch reinbringen in diese kleine Serie hier mit dem alten Mac, bevor irgendwie, ja, bevor dann eben gar nichts mehr geht oder so. Klar, wir könnten dann immer noch emulieren. Aber naja, was soll's. So, ich mache jetzt mir hier nicht mehr so viel Mühe, wobei das ziemlich cool war mit der F-16, ehrlich gesagt. Aber ich mache jetzt hier einfach nochmal die A10 an. Boom. Wir sagen Airplane. Und ja, die andere A10, die wird von uns besetzt. Und dann geht's ab. Boom. So. Achso, ja, die Ausrüstung, die ich immer sehr gerne vergesse, natürlich. Ihr wisst ja, wie es ist. So, die nehmen wir mit. Ansonsten mit dem Maschinengewehr kann man sich, glaube ich, auch ganz gut verteidigen gegen die. Das sollten wir vielleicht mal ein bisschen eher tun, oder ein bisschen eher versuchen, bevor es dann zu spät ist. Naja. Mal gucken. So, hier an, da an. Das, ja, komm, die machen wir jetzt einfach auch mal an. Falls es zu viel rumpiept, dann mache ich hier einfach den Master Arm aus und dann ist auch gut. So, wir machen hier nochmal unsere altbewährte Taktik. Einfach mal geradeaus über die Wiese, damit wir auch schnell in der Luft sind und dann geht es ab. Kein Problem. Ich finde es auch schön, wie man hier bei der Physik Engine einfach so die Masse von dem Flieger auch so merkt, finde ich jedenfalls. Alles bewegt sich so träge, so langsam, halt auch in der Luft, ne? Merkt man das eigentlich sehr schön, spürt man das sehr schön.
wie schwer der Flieger ist und auch erst recht, wenn man irgendwie noch mehr beladen ist, ne? Wenn man viel Sprit dabei hat, wenn man viel Ausrüstung dabei hat, dann merkt man das eigentlich schon ganz schön. Ist jetzt aber in dem Fall eher kontraproduktiv, wenn wir zu viel Krams dabei hätten, weil wir können uns ja so schon kaum in der Luft bewegen. Die blöden Luftkämpfe, naja. Naja. So, jetzt frage ich mich, wie wir es am besten machen sollen. Sollen wir jetzt direkt wieder direkt so eine Diagonale fliegen oder es nochmal versuchen mit einem großen Schlenker? Es hat eigentlich zuerst nicht so schlecht ausgesehen im ersten Versuch, ne? Vor allem hatten wir natürlich auch noch den Vorteil, dass nur noch eine MiG da war. Aber dann wurde das leider trotzdem nichts. Naja. So, wir müssen ab und zu mal die 5 drücken und gucken, wann unsere Kollegen hier auftauchen. Ansonsten natürlich auch mal aufs Radar gucken. So. Ich guck mal ganz kurz auf die Map. Wie stehen hier die anderen Flieger in Relation zu der Insel? Naja, wenn wir jetzt hier so eine Diagonale fliegen, dann könnte das eigentlich fast passen. Mal schauen. Wir müssten jetzt eigentlich ziemlich genau auf die zufliegen. Wir können hier auch... Wie war das? Wir können auch die Farbe wählen von unserem HUD. Ich überlege nämlich gerade, ob das so nicht irgendwie besser sichtbar ist als so. Ich glaube, früher habe ich immer rot benutzt, also keine Ahnung. Dass so nicht ein bisschen besser ist. Nee, naja, Geschmackssache. Okay. So, da sehen wir die nämlich schon. Und wir haben auch die Insel gesehen zwischen diesem Flieger, den wir eben gesehen haben, und uns. So, wenn die hier irgendwo ins Sichtfeld kommen würden, wäre das ein großer Vorteil. Okay. Das ist doch diese... Ja, das ist diese dünne Insel. Mhm. Gleich nochmal Außenansicht. Ein bisschen mehr Überblick schaffen. Da erscheinen die. So, und dann sind die MiGs erstens auch nicht weit und zweitens wahrscheinlich ein bisschen höher unterwegs als die. Die werden die irgendwo vielleicht auf dem Level, ja genau, auf dem Level begleiten, wo wir sind. Da sind die nämlich. Und jetzt fangen wir einfach direkt mal an mit unserem Maschinengewehr. Vielleicht hilft's ja. Ja, und ich schieße einfach schon mal, auch wenn der Sidewinder jetzt noch nicht so viel gepiepst hat. Aber vielleicht hilft's, vielleicht trifft er trotzdem. Da flog eine Rakete auf uns zu, das ist nicht gut. Shit. Er hat uns schon wieder getroffen. Mist, 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 Mist. 2 Treffer sogar. Ach, das ist ja mies. Triebwerke kaputt. Ah, wie mies. Nehmt das. Rache, Vergeltung. Ihr Schweine. Und unsere Raketen fliegen natürlich vorbei. Also ernsthaft, ne? Kamikaze, ich habe nichts mehr zu verlieren. Ich habe tatsächlich nichts mehr zu verlieren jetzt. Wir könnten natürlich theoretisch auf der Insel da eine Notlandung machen, aber ganz ehrlich, was soll's. Ja, wenigstens einen haben wir noch mitgenommen, weißt du? Zumindest brennt er. Brennt. Brennt, ihr Säcke. Ja, kriegen wir den anderen auch noch? Wir sind schon sehr langsam. Der Flieger wird auch sehr, sehr unkontrollierbar. Ich glaube, der andere brennt auch. Sieht nicht so schlecht aus, aber ja, unser Flieger sieht sehr schlecht aus, leider. Oh, ist doch... Komm, Klappen raus. Oh, ich habe total die Orientierung verloren. Ich habe total die Orientierung verloren, Mist. Shit. Ich wollte eigentlich noch versuchen, eine Notlandung zu machen auf der Insel, aber es hat nicht so gut funktioniert. Mist, Mist, Mist. Blöd. Wie schnell das auch geht, ne? Ist ja echt mies.